Mein Name ist Friederike de Meyer, ich komme aus Belgien, wir leben seit einigen Jahren in Graz und ich bin, wie man das so nennt, Angehörige von einem Betroffenen. Also mein Mann hat Alzheimer. Ich bin 61 Jahre alt, mein Mann ist auch 61 und mein Mann hat diese Diagnose bekommen vor fast 5 Jahren. Aber er hat das bestimmt schon länger. Und er war mitten im Berufsleben, also am Ende vom Berufsleben, aber wir finden, wir sind noch jung, ja, wir waren beide 55, als diese Diagnose kam. Ich werde aber heute nicht über unsere privaten Sachen sprechen, das mache ich in anderen Vorträgen, sondern einfach der Vortrag, der Titel lautet Demenz verstehen. Ja, ich gehe davon aus, dass einige von Ihnen oder auch von den Jüngeren, dass Sie das schon gehört haben, dieses Wort oder auch das Wort Alzheimer, aber dass Sie eigentlich noch gar nicht wissen, was das ist, was das bedeutet, ja, wenn man diese Diagnose bekommt. Warum mache ich das hier? Also einmal, weil ich hier früher gearbeitet habe bei ZAM, oben drüber, Zentren für Ausbildungsmanagement. Und zum Zweiten, weil ich eben auch nicht aus Österreich komme und in vielen Ländern gelebt habe und ich weiß, wie schwierig es ist, wenn man in einer neuen Sprache mit einem nicht so angenehmen Thema oder besonders einer Krankheit, wenn man in einer neuen Sprache das hört, dann versteht man nicht alles. Und weil ich sowieso jeden Tag Kundinnen habe und Teilnehmerinnen habe, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, habe ich gesagt, ich mache das in leichter Sprache. Demenz ist eine Erkrankung des Gehirns. Und werde heute nicht darüber sprechen, über die verschiedenen Teile im Gehirn. Ich bin keine Hirnforscherin, ich bin nur eine Angehörige, ich bin auch keine Ärztin. Und deswegen, ich erzähle Ihnen das, was ich weiß. Und mich hat das Gehirn da drinnen nicht so sehr interessiert. Deswegen gehe ich nicht in die Details. Das machen Sie im Biologieunterricht oder ich habe das früher gemacht. Aber es ist auf jeden Fall eine Erkrankung des Gehirns. Ich habe manchmal so kleine Bilder eingebaut. Und später beim Vortrag werden Sie sehen, warum ich genau jetzt diese Schnecke da habe. Vielleicht merken Sie sich's noch. Ja? Also wir sprechen über Menschen mit Demenz. Wir sagen nicht die Vergesslichen oder die, die keinen Kopf mehr haben, sondern Menschen mit Demenz oder Menschen mit einer neurokognitiven Erkrankung. Das ist schwieriger, aber Menschen mit Demenz. Und ich habe dieses Bild, hat mir so gut gefallen. Sie sehen den Kopf in voller Blüte, grüner Baum und dann wird es so etwas herbstlich, ja, es gibt schon einige Blätter, die abgefallen sind und zum Schluss hat der Wind doch das meiste weggeweht. Und das ist eigentlich der Prozess in dieser Krankheit, ja, dass wenn man das so als Bild im Hinterkopf hat, genau. Es ist ja nicht ganz kahl. Da sind ja noch Blätter. Ja? Ja, und da habe ich wieder ein kleines Zeichen eingeblendet. Es läuft natürlich mit der Diagnose, läuft so eine Uhr. Langsam, langsam, langsam. Es ist keine tödliche Krankheit, aber es bedeutet natürlich, dass man vielleicht nicht mehr so lange lebt. Die Frage ist jetzt, was macht das Gehirn? Was macht das Gehirn? Wofür ist das da? Dass man sich erinnert, ja, an frühere Sachen denkt und dass man denkt. Fürs Denken ist das Gehirn wichtig. Und es kommen einige Funktionen, die Gefühle, die Emotionen. Dafür ist das Gehirn auch zuständig. Die Bewegung, alles, was mit Bewegung zu tun hat, nicht nur laufen, auch
essen und, was weiß ich, die Arme hochheben, eine Treppe steigen. All diese Bewegungen, die werden vom Kopf gesteuert, vom Gehirn gesteuert. Unser Sprechen auch. Ja? Dass ich jetzt hier stehe und spreche, da sind Vorgänge in meinem Kopf, die das möglich machen. Und das Sehen. Aber nicht nur unsere Augen, die sehen, sondern auch, dass ich, was weiß ich, geradeaus gehe. Sich nicht irgendwie so wie so jemand, der schon etwas getrunken hat, sondern dass ich sage, ich möchte dorthin und gehe geradeaus. Ja? Oder dass ich sage, ich gehe nach links, ich gehe nach rechts. Das wird alles vom Gehirn gesteuert. Auch das Anziehen, sich etwas anziehen. Sie wissen, bei kleinen Kindern, die können sich noch nicht selber anziehen. Und so langsam lernen sie das. Ja? Und da muss ich mich auch bewegen, wenn ich etwas anziehe. Beim Essen bewege ich mich. Ich möchte etwas, ich habe Hunger und ich möchte etwas in den Mund stecken. Und beim Schlucken, ganz wichtig, wenn ich Wasser trinke oder ich nehme ein Medikament zu mir oder ich esse etwas, dann schlucke ich. Ja? Automatisch schluckt man. Und das Letzte, die Klopapierrolle. Das Gehirn steuert auch, wann ich aufs Klo gehen möchte. Ja, das nennt man diesen Harndrang. Also das Gefühl, jetzt muss ich schnell zur Toilette. Ich habe etwas getrunken und jetzt muss ich aufs Klo gehen. Das macht das Gehirn, es macht noch viele andere Sachen auch, aber das sind so die wichtigsten wichtigsten Funktionen. Wie ist es, wenn jemand Demenz hat? Was sehen Sie da links? Das Filter für neue Informationen. Ja? Also alles, was neu auf uns zukommt, jetzt zum Beispiel der Vortrag, wo sortieren Sie das ein? In bestimmte Ordner bei Ihnen im Kopf. Ja, das ist jetzt, keine Ahnung, neues Wissen über eine Krankheit. Oder wenn Sie etwas essen möchten, dann, und Sie haben ein Rezept im Kopf, kommt das in das Fach fürs Essen. Alles ist sortiert, wenn ich gesund bin. Aber wenn ich eine Demenz habe oder wenn ein Mensch mit einer Demenz, das alles durcheinander. Da kommen Informationen rein und wie in einem unordentlichen Zimmer, es quillt der Papiereimer über, die Schubladen sind rausgerissen, man weiß nicht, wo man das reintun soll. Es ist ein ziemliches Chaos. Ja? Und jetzt, was passiert im Gehirn, wenn eine Demenz da ist? Da würde ich gerne mal fragen, ob Sie da vielleicht ein Vorwissen haben. Was passiert, wenn im Kopf eine Demenz ist? Was glauben Sie? Ja. Ja, also beim Alzheimer bildet sich ja so genannte Eiweißablagerungen. Ja. Und da ist ein Mangel an Botenstoffen. Mhm. Das ist jetzt so dieses medizinische, aber was passiert mit dem Menschen? Was passiert, wie fühlt sich der Mensch? Was passiert mit dem Mensch, der das hat? Hier. Ja? Ah, habe nicht gesehen. Also vergisst ihr Füller von einem Familienmitglied zum Beispiel? Ja, also vergessen. Also das ist ein Name, das Ausschauen. Ja, genau, vergessen. Man vergisst. Ja, was noch? Man ist unsicher. Oder? Ja. Unsicher. Ich weiß nicht, ob mein Plan funktioniert. Ja? Ich kann nicht mehr so genau entscheiden. Ich sage dies oder das. Man ist unsicher. Ja? Der Mensch merkt ja am Anfang selber, dass er Dinge vergisst. Also es fällt ihm ja auf und je nachdem wird er frustriert. Ja, wenn man etwas vergisst, wenn Sie den Haustürschlüssel vergessen oder das Handy zu Hause, dann werden Sie, glaube ich, zornig oder wütend.
oder aggressiv. Was noch? Was haben Sie noch etwas gehört oder vielleicht haben Sie jemanden in der Familie? Ja? Und Persönlichkeitsveränderung. Die Persönlichkeit verändert sich. Also der Mensch verändert sich. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, entweder das vielleicht früher war er sehr viel draußen oder unter Menschen und anzunehmen und jetzt ist er mehr isoliert, zieht sich zurück oder. Also Sie denken, man wird ein bisschen ein anderer Mensch. Ja, genau. Also vielleicht die Grenzen dann so. Ich schreibe mal hin. Persönlichkeit oder der Mensch, das Wesen verändert sich. Und Sie hatten auch noch einen Einwurf. Also die Motorik verlässt. Ja, die Motorik. Ja? Wie, haben Sie es schon mal gesehen? Wie ist die Motorik? Also die Beweglichkeit. Die Beweglichkeit nimmt ab. Es kommt darauf an, ob man in der Familie schon jemanden erlebt, die Oma oder den Opa oder vielleicht auch ein Elternteil oder jemand anders aus der Familie, dann, Sie haben noch ein etwas. Ja, also man wird unselbstständig. Unselbstständig, ja. Ganz wichtiger Punkt. Ich kann vieles nicht mehr alleine machen. Und ich habe diese Punkte jetzt zusammengefasst, die mir wichtig erscheinen. Damit, das ist wichtig, dass ich weiß, wie sich der Mensch verändert. Denn dann kann ich auch als Angehörige ja, sagen, du veränderst dich. Man sagt das nicht gleich, das ist übergriffig. Aber man beobachtet vielleicht. Das ist, und es ist wichtig, dass man weiß, was da passieren kann, wenn im Gehirn eine Demenz ist. Also man wird vergesslich. Ich glaube, das ist das, was alle wissen. Man wird langsamer und man stellt oft die gleiche Frage. Wie spät ist es? Wer kommt heute? Wer kommt heute? Wer kommt heute? Kommt heute jemand? So sagt mein Mann immer. Ja? Orientierungslos. Ich möchte in die Stadt zum Hauptplatz und plötzlich ist der Hauptplatz weit weg und ich mache Umwege oder ich finde nicht mehr nach Hause. Unkonzentriert. Man hat Schwierigkeiten zuzuhören oder etwas zu lesen oder beim Fernsehen zuzuschauen. Oder am Tisch, wenn wir essen und wir reden miteinander, kann man sich nicht konzentrieren, nur noch sehr schwer konzentrieren. Nicht bei jedem trifft alles zu. Nicht jeder Mensch mit Demenz hat die gleichen Schwierigkeiten. Mein Mann zum Beispiel ist überhaupt nicht orientierungslos. Er findet immer nach Hause. Ja? Aber die anderen Sachen passen. Man wird ängstlich, wenn ich nicht mehr den Weg nach Hause finde oder wenn ich langsam werde, dann werde ich ängstlich, wie ein kleines Kind. Und ich suche immer jemanden, wo ich mich festhalten kann. Ja? Aggressiv. Das nennt man herausforderndes Verhalten auf Deutsch. Aggressionen. Wenn ich nicht mehr so funktioniere wie früher, dann macht mich das wütend. Ich will den Weg finden und ich will schnell laufen und ich will arbeiten und ich will normal essen, aber es funktioniert nicht so richtig. Und das macht sehr, sehr zornig, manchmal. Nicht bei allen, aber sehr oft. Und ganz typisch ist,
Ich durfte immer Auto fahren, ich habe einen Führerschein gehabt und plötzlich kann ich nicht mehr geradeaus fahren, sondern fahre so ein bisschen nach links und zack, kommt ein Auto vorbei und das könnte zu einem Unfall führen. Deswegen muss man oft den Führerschein abgeben. Das ist ein ganz schwieriger Prozess, auch weil der Führerschein nicht automatisch genommen wird. Wenn man die Diagnose Demenz hat, oder es wird anders auch genannt, dann sagt der Arzt nicht so und jetzt zur Polizei Führerschein weg, sondern das ist ein langer Prozess. Und die Familie versucht, den Führerschein vielleicht zu verstecken oder den Autoschlüssel zu verstecken oder macht die Batterie, wird abgeknipst. Ja? Alle Tricks versucht dafür die Familie, damit der Betroffene, der Mensch mit Demenz nicht mehr Auto fährt. Und dann werden die sehr böse, weil sie ja gerne ihre Freiheit haben wollen und Auto fahren zum Beispiel oder Fahrrad fahren. Und das geht aber leider nicht mehr, weil es für die anderen und für den Betroffenen sehr gefährlich ist. Und wenn man aggressiv wird und traurig oder einsam, dann ist man auch schnell depressiv. Wenn man etwas verliert und nicht mehr so leben kann wie vorher, macht es traurig und depressiv. Und das kann nur mit einem Medikament oder mit ein bisschen Musik vielleicht verbessert werden. Aber meistens Menschen mit Demenz, die müssen sehr lange ein Medikament nehmen gegen die Depressionen. Einsam. Natürlich, wenn ich langsam bin und nicht mehr so schnell und nicht mehr alles, wenn ich vergesslich bin, dann denken manche, ach, sie schafft das nicht oder er schafft das nicht. Laden wir lieber nicht ein. Ja? Oder zum Beispiel, mein Mann war mitten im Beruf und plötzlich muss er zu Hause sein und kann nicht mehr arbeiten. Und im Beruf hat man ja Kolleginnen und Freunde. Und wenn man dann nur zu Hause ist, dann wird man sehr, sehr einsam. Und selber kann man auch nicht mehr Freunde finden. Das kommt auch noch, warum das nicht mehr von selber geht. Man kann ja sagen, okay, du darfst nicht mehr arbeiten, du kannst nicht mehr arbeiten, du kannst nicht mehr Auto fahren, aber geh doch in einen Verein und mach etwas, dann lernst du Leute kennen. Aber so von selber macht man das nicht. Man weint dann auch öfters, ja, wenn man traurig ist und depressiv ist und dann kommen oft die Tränen. Nervös, ja. Das macht nervös, wenn ich etwas nicht kann. Wenig oder keine Motivation. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Warum findet man keine Freunde mehr? Weil man mehr und mehr ohne Motivation ist. Verstehen Sie das Wort Motivation? Verstehen Sie, dass man etwas machen möchte, dass man einen Plan hat. Und das hat man nicht mehr von alleine. Und jetzt komme ich zu einem ganz schwierigen Wort vielleicht. Apraxie, haben Sie vielleicht gehört, wenn Sie so einen Vorstudiengang machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich mich bewegen muss. Ich möchte mich setzen, aber das geht nicht. Ich gehe vielleicht so und so und da steht ein Stuhl und es geht nicht. Auch wenn jemand zu mir sagt, bitte setz dich, kann es nicht mehr. Erst vielleicht nach 2 Minuten machen die Beine das. Oder ich möchte essen, aber meine Hand geht irgendwo hin und nicht zum Mund. Oder ich ziehe mich an. Und dann muss man die Arme auch richtig bewegen, wenn Sie ein T-Shirt anziehen. Aber wenn Sie an Demenz erkrankt sind, dann gehen die Arme in alle Richtungen. Die Beine wissen nicht genau, wie man in die Hose geht oder wie man in das Kleid kommt. Und so ist es natürlich beim Zähneputzen und beim Duschen und beim Treppe steigen und beim Treppe runtergehen. Das nennt man diese Apraxie, Störung der Bewegung. Und genau
Das Gleiche ist eben beim Sprechen. Man spricht nicht mehr so wie früher. Manchmal vergisst man das Wort oder man spricht das Wort falsch aus. Oder das Lesen. Wenn man früher gerne gelesen hat, plötzlich ist man unkonzentriert und man kann das nicht mehr richtig lesen. Und man kann auch nicht mehr schreiben irgendwann. Noch nicht mal die eigene Unterschrift. Mein Mann war Bauingenieur und er konnte schon zu Beginn der Diagnose nicht mehr ein Dreieck zeichnen und nicht mehr ein Viereck zeichnen. Und er hat viel gerechnet in seinem Leben und auch das geht heute nicht mehr. Inkontinenz ist ein peinliches Thema, aber ein wichtiges Thema. Man merkt nicht mehr, wann man rechtzeitig aufs Klo muss. Ja? Manchmal ist man dann zu spät. Man möchte auch nicht gleich Windeln tragen. Das ist ja peinlich und unangenehm. Und daran muss man sich erst gewöhnen. Also das Thema ist auch ein wichtiges Thema, aber unangenehm. Ja, aber gehört dazu. Und hier habe ich, ja, ich habe da eine kleine Schnecke. Vielleicht denken Sie da an etwas. Warum die Schnecke? Ja, man geht langsam wie eine Schnecke. Und da oben habe ich etwas, ich wollte etwas spiegeln. Ich habe kein besseres Bild gefunden. Oder ein Schatten werfen. Jetzt spreche ich über meinen Mann, aber das ist ganz typisch. Mein Mann folgt mir auf Schritt und Tritt wie ein Schatten. Gehe ich nach links, kommt er zu mir. Gehe ich in das Wohnzimmer, geht er ins Wohnzimmer. Gehe ich ins Badezimmer, kommt er ins Badezimmer. Will ich mich hinsetzen und alleine sein, sitzt er neben mir. Ja, wie ein Schatten. Warum? Ja. Er möchte Sicherheit haben. Sicherheit. Ja, man ist unsicher und da ist eine Person, an die man sich halten kann. Das ist die Sicherheit. Und ja, das ist für die Angehörigen ist das natürlich eine ganz, also für mich ist das eine sehr große Belastung. Das sind also all die Punkte, die darauf hinweisen, dass ein Mensch vielleicht eine Demenz hat. Es gibt auch andere Krankheiten, wo man diese Symptome hat, aber es gibt bestimmte Symptome, wenn die zusammenkommen, dann sollte man zum Arzt gehen. Wer kann denn in Graz eine Diagnose stellen? Neurologen, oder? Ja, nun muss man wissen, weiß man das gleich? Neurologe oder Psychiater? Wo geht man hin? Weiß man vielleicht nicht gleich. Gerontopsychiatrie. Gerontopsychiatrie, genau. Zuerst kann man mal zu einer Hausärztin gehen, wenn man in Graz lebt. Ich habe oft gehört, wenn man nicht in Graz wohnt, sagen Hausärzte schon mal, ach, ist doch nicht so schlimm und das ist keine Demenz. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja? Aber ja, das gibt es. Man kann zur Hausärztin gehen und man kann hier in Graz zum GFSG gehen. Da gibt es verschiedene Stellen von dieser Organisation und ganz besonders wichtig ist der Verein SOFA, ah, das war noch, SOFA in Graz, die sind spezialisiert auf dieses Thema. Das ist die sozialpsychiatrische Hilfe im Alter, aber man kann auch jünger sein. Und dann gibt es noch drei andere Stellen, die wichtig sind. Dafür braucht man wahrscheinlich eine Überweisung vom Hausarzt. Das ist natürlich das LKH und das nennt sich dann die Ambulanz für Gedächtnisstörung oder die Elisabethinen. Die sind jetzt in Eggenberg in der Bergstraße. Da gibt es auch eine Gedächtnisambulanz und die Albert-Schweitzer Klinik, auch eine Gedächtnisambulanz. Und die untersuchen dann, die haben die richtigen Tests, um zu schauen, ob jemand eine Demenz hat.
Und was ist, wenn man diese Diagnose bekommt? Für mich war es so, als ob sich die Welt dreht und dreht und dreht und dreht wie ein Karussell, aber nicht nur ein Tag, zwei Tage, ein Monat, sondern viele Monate und Jahre. Immer wieder kommt etwas Neues dazu, eine Verschlechterung in der Krankheit oder ein Antrag muss gestellt werden oder man muss wieder zum Arzt gehen. Es kommen viele, viele, Baustellen, die man dann bewältigen muss. Und für einen selber ist das so wie ein Karussell oder auch, ich gehe in den falschen Film und denke, oh nein, den wollte ich nicht sehen. Oder in den falschen Lift. Ich wollte doch in die geraden Stockwerke und jetzt sitze ich in dem anderen Lift und komme da nicht raus. Man kommt da nicht raus. Das ist es. Sie haben das schon gesagt, es gibt verschiedene Formen von Demenz, ungefähr 50. Und am meisten ist Alzheimer. Ja? Und dann gibt es noch eine sogenannte vaskuläre Demenz. Das hat was mit den Gefäßen zu tun. Und dann gibt es diese Lewy-Körperchen-Demenz. Ich will das jetzt nicht erklären. Die frontotemporale Demenz, die ist hier vorne im Kopf. Da verändert sich das Verhalten zuerst. Nicht die Vergesslichkeit, aber man wird ein bisschen anders. Und es gibt im Moment einen berühmten Schauspieler, der das hat. Ne? Bruce Willis, glaube ich, in Amerika. Ja, der hat das. Und dann gibt es Parkinson. Parkinson kann auch mit Demenz zusammengehen. Aber ich glaube, wichtig ist nur, dass Sie wissen, Alzheimer ist die häufigste Form. Es gibt noch viele andere. Was kann ich denn machen? Wirklich nichts? Ja, es gibt schon Medikamente, ja. Aber ihr wollt in einer Apotheke, ja. Kennen ganz viele, ja. Die Demenzpräparate kriegen, ja. Kann es verlangsamen, aber ja. Ich kann es, genau. Nicht aufhalten. Ja. Es gibt Medikamente und am Anfang von der Krankheit nimmt man nur ein Medikament und wenn die Krankheit dann weiter fortschreitet, kommen 2, 3, 4 Medikamente. Aber ich gebe Ihnen recht, das sind die Namen von den Medikamenten. In Frankreich zum Beispiel werden diese Medikamente nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt, weil die sagen, was hilft es denn? Ja, sie verzögern. Und was heißt verzögern? Zeitaufschub. Und was heißt Zeit? Eine Woche? Ein Monat? Ein halbes Jahr? Das weiß man nicht. Ja? Trotzdem, ich gebe meinem Mann die Medikamente. Manchmal denken wir, bringt es was, aber ich mache es trotzdem. Weil man weiß es ja nicht. Vielleicht hilft es ein bisschen. Ja? Aber noch wichtiger als die Medikamente sind andere Therapien. Das ist die Erinnerungstherapie, dass man arbeitet und schaut, was haben Sie denn früher gemacht? Was haben Sie gelebt? Wo haben Sie gewohnt? Was haben Sie gearbeitet? Wer war Ihre Familie? Wer ist Ihre Familie? Und dann die nächste. Ergotherapie kennen Sie wahrscheinlich, dass ich noch weiß, wie ich etwas machen muss im Alltag, wie ich esse, wie ich trinke. Logopädie, ganz wichtig, wenn ich anfange und ich kann nicht mehr richtig sprechen oder richtig schreiben, dann gehe ich zur Logopädie. Musiktherapie, eine sehr schöne Therapie, wenn ich noch Musik mache oder ich lerne. Ich kann noch einfache Instrumente lernen oder ich höre Musik und erinnere mich an früher. Kunsttherapie, es gibt Menschen, die haben immer gerne etwas mit der Hand gemalt oder gebastelt und für die ist das sehr beruhigend, wenn Sie das noch weitermachen können. Aber, und jetzt kommt das Nächste, das kostet. Demenz kostet für den Betroffenen, denn das wird nicht bezahlt. Die Medikamente sind sehr, sehr billig, bezahlt die Krankenkasse. Wenn Sie in der Apotheke arbeiten, wissen Sie, die sind keine teuren Medikamente. Also, aber die Therapien, die anderen Therapien, Kunsttherapie, Musiktherapie, Ergotherapie, Logopädie
und so weiter. Das wird nicht von der Krankenkasse bezahlt. So, und was kann man denn jetzt machen zu Hause, damit es jemandem mit einem Menschen mit Demenz besser geht? Haben Sie da Ideen? Das wollte ich noch wissen. Was kann man machen, wenn all diese Therapien doch so teuer sind? Ja? Ich schreibe das mal hier auf und dann gucken wir. Sie haben Erinnerungen ja. Über früher sprechen, ja? Über früher sprechen, Fotoalben angucken. Mhm. Mit der Bewegung der Hand ein bisschen. Ja, ein bisschen Bewegung. Haben Sie noch eine Idee, was gut ist? Ja? Lieder spielen, die was. Ja. Musik hören und spielen, wenn man das kann. Noch etwas, was man machen kann? Ja? Haben Sie Tipps? Ideen? Okay, Sie, ja. Gedächtnistraining zu Hause zum Beispiel. Gedächtnistraining. Wie? Übung, bestimmte Übung. Ja, am Tablet. Zum Beispiel, ja. Mhm. Gedächtnisübungen. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich sehr wichtig finde, wo ich gemerkt habe, dass das vielen, die ich kenne, die diese Krankheit haben, dass das für sie gut ist. Und da komme ich jetzt dazu. Das ist einmal relax, entspannen. Kein Chaos zu Hause, kein großen Streit. Einfach Ruhe und ein bisschen Ordnung auch. Und eine schöne Umgebung, ja, ganz wichtig. Und dann das, was Sie gesagt haben, man schaut in Bücher mit Fotos von früher, in Bildbände oder in einen Kunstband oder in eine Zeitschrift und erinnert sich an schöne Zeiten. Und ganz wichtig sind die Gefühle und das Körperliche. Hand halten und streicheln oder auch mal einen Kuss geben oder zusammen tanzen. Etwas, was mit Gefühlen zu tun hat und mit Anfassen. Wie bitte? Nähe. Nähe, ja. Und dann für mich, ich bin auch Musikerin, Musik hören und Musik machen. Ganz, ganz wichtig. Und was man weiß mittlerweile ist, dass besonders klassische Musik sehr beruhigt, auch wenn man vorher nie klassische Musik gehört hat. Es gibt bestimmte klassische Musikstücke, die sehr, sehr gut sind und sehr beruhigen. Also wer da was wissen möchte, habe ich Listen, Musiklisten. Dann ganz wichtig, langsam sprechen, nicht zu viele Informationen in einen Satz, kurze Sätze, in die Augen schauen, nicht in einem Zimmer sagen, kommst du? Und der hört das nicht, sondern direkt zu dem Menschen sprechen mit Demenz. Und mein heißer Tipp, wenn diese Diagnose in die Familie kommt, Familienrat. Ich weiß nicht, ob Sie das praktizieren, Familienrat. Die Familie setzt sich zusammen und überlegt gemeinsam, wie machen wir das jetzt? Wer kann was helfen? Es gibt viele Dinge, die man organisieren muss. Und ich spreche jetzt nicht über die Vorsorgevollmacht, ja, was passiert, wenn man nicht mehr selber entscheiden kann. Es gibt am Anfang viele Anträge, die man stellen muss. Es gibt vielleicht, muss man mal einen Plan machen, wer kann spazieren gehen, wer kann zu Hause mal bei dem Betroffenen bleiben.
Vielleicht kann man gemeinsam einen Urlaub planen. Also Familienrat, denke ich. Und wenn es nicht Familienrat ist, dann Freunde. Man setzt sich zusammen und überlegt und spricht darüber. Ja, man hat nicht viel Zeit, das zu organisieren. Wenn man das erst am Ende macht, ist es vielleicht zu spät. Gleich anfangen und mit der Familie sprechen oder den Menschen, die wichtig sind. Und gucken, wer kann etwas übernehmen. Ja, jetzt kommt mein Blitz. Und da habe ich so einen englischen Spruch, den habe ich in Dänemark, Alzheimer hits the whole family. Alzheimer betrifft die ganze Familie. Und deswegen braucht man ein gutes Netzwerk. Das ist dann nicht nur die Familie. Das sind auch die Freunde und Freundinnen. Und das sind die Kolleginnen bei der Arbeit. Und das sind persönliche Assistentinnen. Also wenn jemand nicht mehr alleine etwas machen kann, braucht er jemand, die oder der zu Hause hilft. Und vielleicht mit ins Museum geht, spazieren geht, zusammen kocht. Und dann gibt es natürlich Organisationen wie Salz. Wir haben heute auch eine Vertreterin von Salz und ich bin auch bei Salz. Salz ist eine Selbsthilfegruppe, aber für Angehörige. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, nicht in Graz, aber in Wien, für Betroffene. Also wenn jemand eine Demenzdiagnose hat, kann er sich noch eine lange Zeit auch unterhalten, ganz normal, und sich mit anderen treffen, die das auch haben. Und ich gebe Ihnen einen Tipp. Es gab eine sehr schöne Sendung mit Sterremann und wie heißt der? Grissmann und Sterremann. Die habe ich mir gestern auch angeguckt. Da werden Betroffene aus einer Selbsthilfegruppe in Wien werden interviewt. Das ist erstaunlich, wie die miteinander umgehen. Wo kann ich mir in Graz Hilfe holen? Also einmal Salz, das ist Selbsthilfe, Alzheimer Selbsthilfegruppe, gibt es in Graz. Und wir haben hier auch, ich weiß nicht, ob Sie jemanden kennen, der das vielleicht haben möchte, haben wir verschiedene Gesprächsgruppen in Graz, aber in der ganzen Steiermark. Es gibt immer mehr Gruppen, wo man hingehen kann als Angehörige oder als Freundin, um darüber zu sprechen, was muss ich machen. Dann gibt es natürlich die Arbeiterkammer, die haben eine Pflegeberatung. Es gibt die Caritas, die haben auch eine Pflegeberatung. Es gibt das Land Steiermark, haben die Pflegedrehscheibe. Und für mich war das sehr verwirrend. Ich komme nicht aus Österreich und ich google das und dann sind da so viele verschiedene Stellen. Das ist auch das Schwierigste, dann zu sagen, da gehe ich hin, das mache ich. Ist am Anfang, weiß man das nicht so genau. Ja, es gibt auch keine Checkliste am Anfang oder nur eine sehr kurze. Man bekommt die Diagnose und dann bräuchte man eine To-Do-List und jetzt muss ich das machen und das machen und ich muss zu dem Neurologen und ich muss einen Antrag stellen auf, ich weiß nicht, Schwerbehinderung oder Pflegegeld und so weiter. Und später brauche ich einen Schlüssel, damit ich auf so ein Behindertenklo gehen kann. Da sind viele, viele Anträge zu stellen. Oder man muss einen Pensionsantrag stellen, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Gibt viele Anträge, die man stellen muss. Wir bauen jetzt gerade das Badezimmer um, barrierefrei, muss man auch wieder Anträge stellen, dass man vielleicht ein bisschen Geld kriegt, weil das sehr teuer ist alles. Demenz kostet. Aber wir haben in Graz genügend Stellen. Was ich auch wichtig finde, das sind die Zahlen. Schauen Sie sich das an. 2025, das ist in 2 Jahren, da haben wir in Graz fast 6.000 Menschen mit dieser Krankheit. Ungefähr, das statistisch. Nicht alle bekommen die Diagnose. Ja, die Dunkelziffer, also die Menschen, die die Krankheit haben, aber nicht zum Arzt gehen, ist sehr hoch. Ja? Und 2050,
Und das ist weltweit. Da verdoppelt sich das. Warum? Erstens werden die Menschen älter. Ja, sie werden älter. Und Demenz ist auch vor allen Dingen eine Krankheit, die man im Alter bekommt. Deswegen, die Zahlen werden sich verdoppeln. Ja? Aber es gibt auch junge Menschen, so wie mein Mann. Das sind immer so ungefähr 5-6%. Und da steigen auch natürlich die Zahlen. Ja, wir haben jetzt, so wie bei uns, ungefähr 300 Betroffene hier in Graz. Ich habe noch, glaube mit Ausnahme von einer einzigen Frau, noch niemanden kennengelernt, die sagen, ja, ich habe das. Bei unseren Selbsthilfegruppen, Renate, tauchen die nicht auf. Ja, weil es eben ein Tabu ist. Man geniert sich. Oder man hat so viel zu tun, all die Anträge und so weiter, dass man nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen kann oder in einer Selbsthilfegruppe. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wenn man die Krankheit hat, dass man das sagt. Ich habe Alzheimer oder ich habe frontotemporale Demenz. Denn man sieht es, wenn jemand langsam beim Spar ist und an der Kasse komisch nicht weitergeht, sondern stehen bleibt. Das kann sein, dass das jemand, ein Mensch mit Demenz ist. Oder mein Mann ist noch lange Fahrrad gefahren, aber der ist bestimmt so gefahren. Und dann gab es immer Menschen, die sehr wütend waren, weil er die Spur nicht gehalten hat. Ja, das ist vielleicht Demenz. Ja, es gibt einen Wegweiser, und zwar eine zweite Auflage hier von der Steirischen Alzheimerhilfe geschrieben und von dem Gesundheitsreferat der Stadt Graz. Ich glaube, das ist, so ist es. Hier sind ganz viele wichtige Informationen für Graz drin. Ich habe aber auch andere Informationen, die ich Ihnen geben kann. Das sind Folder in verschiedenen Sprachen. Gibt es in Österreich, aber auch in Deutschland, also in deutscher Sprache. Wenn Sie da etwas brauchen, kann ich Ihnen etliche Links schicken oder Ihnen sagen, wo Sie das finden. Und das Neueste ist ein Heft. Leider habe ich nur eins. Das ist Gedächtnisprobleme erkennen, abklären und Hilfe annehmen von Betroffenen für Betroffene. Und das gibt es auch in 5 verschiedenen Sprachen. In Türkisch und in Rumänisch, Ungarisch und Englisch und Kroatisch, glaube ich. Ja? Leider nicht auf Arabisch und auch nicht in Dari oder Farsi. Aber in Deutschland gibt es auch auf Dari und Farsi Broschüren über diese Krankheit. Und meine Bitte ist, wenn Sie jemanden in Ihrer Community haben, jemanden kennen, die vielleicht von der Krankheit betroffen ist, die Krankheit hat, oder jemanden kennt, der die Krankheit hat, dass Sie das weitergeben, was Sie heute gehört haben. Weil viele darüber nicht sprechen möchten, weil das für viele Menschen so peinlich ist. Aber das darf es nicht sein. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in verschiedenen Sprachen und wollte wissen, Sie noch etwas wissen möchten. Ja. Was würden Sie sagen, was brauchen Angehörige, die was eine demenzkranke Person betreuen? Was die Angehörigen, habe ich heute nicht gesprochen. Die brauchen auch genau das, was der Patient hat. Die brauchen vor allen Dingen Entlastung, Assistenz auch. Ja. Und leider ist es so, zum Beispiel bei meinem Mann, er bekommt ein Pflegegeld, ich habe meine Arbeit reduziert, 20 Stunden, und damit ich arbeiten kann, ja, muss ich Assistenten zu Hause haben. Und die kosten so viel wie das Pflegegeld und mein Gehalt zusammen. Trotzdem, ich liebe meinen Job und mache das, aber wie gesagt, Demenz kostet, und da müsste man nachdenken, wie kann ich denn diejenige, die da zu Hause assistiert, ich mag das Wort Pflege nicht so sehr, die zu Hause hilft, wie kann man die so finanziell unterstützen,
dass das nicht ein, ja, zum Schluss ein Chaos wird, ein finanzielles. Aber die also Entlastung bedeutet, jemand anders kommt nach Hause und ich kann etwas machen. Für mich, wenn ich zur Arbeit gehe, ist wie Kur. Ja? Ich gehe in meine Arbeit rein und denke, ach, herrlich. Jetzt kann ich etwas für mich machen. Ich gehe abends singen, ja? Also dass man die Hobbys noch weitermacht. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube immer auch, ein bisschen Therapie ist gut. Jemanden, mit dem man sprechen kann. Und nicht die Familie, sondern eine Therapeutin. Aber auch das kostet. Muss man selber bezahlen. Ja? Ein gutes Beispiel ist dann die Tageszentren. Ja, es gibt Tageszentren hier in Graz, speziell für Menschen mit Demenz. Aber zum Beispiel bei meinem Mann, der ist noch relativ jung, der ist einen Tag da gewesen. Und was hat er dann gesagt? Ich möchte nicht mit den Tatterkreisen zusammen sein. Ja, das ist für manche eine gute Lösung. Ja, und aber kostet auch wieder sehr viel Geld. Kostet mindestens 130 Euro am Tag. Dann kann man das vielleicht einmal in der Woche machen. Nicht? Wenn man sehr wenig Geld hat, wird auch etwas dazu bezahlt. Aber wenn man ein bisschen mehr Geld hat, ich sage nicht viel, dann muss man das alles selber bezahlen. Dann bleibt es natürlich dann an den Angehörigen. So ist es. Wenn ich leisten kann, dann muss ich es selber machen. Und das ist dann das Problem. Ja. Und ich denke, die Familie macht es, aber sie dürfen nicht die Einzigen sein, alleine sein damit. Ja, es ist für die Menschen mit Demenz natürlich schöner, wenn sie zu Hause sein können. Das ist ja klar. Wer möchte ins Heim gehen? Aber es muss so geregelt sein, dass man eben Unterstützung bekommt, dass man eben dieses Netzwerk hat und dass man weiß, dieses Netzwerk gibt es. Ja. Ja. Wenn man Personen hat, die also Angehörige von demenzerkrankten Menschen, die uns aber jetzt die Deutschsprache nicht beherrschen, wie kann man denen das am besten herbringen oder gibt es da Stellen? Das ist genau das, was wir, glaube ich, so noch nicht haben in Graz und weswegen ich auch mich engagiere. Wenn man, vor allen Dingen, wenn man die Krankheit bekommt, dann vergisst man die neuen Sprachen, die man gelernt hat. Man kann dann vielleicht nur noch die Muttersprache, ja, und auch die Angehörigen in der Familie sprechen vielleicht nicht genug Deutsch oder haben Angst, weil eben Alzheimer oder Demenz auch so ein Tabu ist. Ja? Und ich glaube, und deswegen ist es so schön, dass Sie heute so zahlreich gekommen sind, dass wir das sagen müssen, dass es das gibt, dass man Hilfe bekommen kann. Und dann, es gibt ein paar Folder, aber es müsste eben auch sicher sein, ich gehe zu SOFA, das ist diese sozialpsychiatrische Stelle, oder ich gehe ins LKH, und dann weiß ich, da ist jemand und kann mir in meiner Sprache helfen. Es gibt natürlich Dolmetscher und Dolmetscherinnen, aber sie wissen auch, dass das nicht immer angenehm ist, wenn eine fremde Person zuhört und übersetzt. Ja? Es ist besser, wenn der Arzt oder die Ärztin das kann. Und ich glaube, da muss man noch viel mehr machen, damit eben auch in anderen Sprachen darüber gesprochen wird. Aber das liegt an uns. Das können wir machen, dafür sorgen. Ja? Das ist etwas, wo ich denke, wir müssen in Zukunft auch dorthin gehen. Oder man geht in die Moschee und spricht dort oder in Kulturvereine, dass man da mehr drüber spricht. Denn alle, die hier sind oder hier bleiben möchten, werden auch mal älter. Und dann kann es passieren, die Zahlen verdoppeln sich, dass man selber betroffen ist. Ne? Wenn man weiß, jemand hat, wenn ganz sicher ist, dieser Mensch hat eine demenzielle Erkrankung oder eine Demenz, dann wird es nicht besser. Ja? Und dann ist es doch klar, dass Pflegegeld kommen muss und dass man einen Behindertenschlüssel braucht und dass man einen Parkausweis braucht. Da gibt es so viele Sachen und dass man dann Anträge stellen muss, wenn man in der Wohnung etwas verändern möchte. Warum muss ich denn jedes Mal hingehen? Und das, es ist klar, ich möchte was vom Staat haben und ich muss was dafür tun, aber es ist zu viel.
Und da wäre es besser, wenn ich dann zum Beispiel eine Erinnerung bekomme und mir wird der Antrag schon zugeschickt oder wie auch immer. Ja? Das würde das vereinfachen. Ich habe vieles auch. Ich habe Pflegeteilzeit genommen. Zufällig hat das meine älteste Tochter im Radio gehört. Es gibt in Österreich, vor 2 Jahren hat man oder 3 Jahren hat man da geschaut, nur 145 berufstätige Menschen, die eine Pflegeteilzeit genommen haben. Aber es ist cool, eine Pflegeteilzeit heißt, ich arbeite weniger und was ich nicht verdiene, bekomme ich, wie ein Arbeitslosengeld. Dann kann ich mal zu Hause alles organisieren, denn man muss so viel organisieren. Ja, ich kann auch Pflegekarenz nehmen, 3 Monate. Und dann kann ich das nochmal nehmen, ein zweites Mal, wenn es dem Menschen schlechter geht. Ja, aber das weiß man natürlich nicht. Wenn man den gleichen Wohnsitz hat, so wie bei uns, wenn meine Schwester und ich teilen uns die Pflege von unseren Eltern, haben aber nicht den Wohnsitz, wir haben auch überhaupt nichts an Anspruch. Weder wenn einer krank ist, dass dann Pflege, ich sage nicht. Ja, das ist, so ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Angehörige das weitertragen, was wir erleben. Ein Arzt sieht die Krankheit oder eine Sozialarbeiterin sieht eine Sache, aber wir sehen alles, wir erleben alles. Und wir müssen das weitermelden und weiter nach oben tragen und darüber sprechen, wenn wir etwas verändern wollen. Das kann natürlich nicht sein, wenn Sie sich das zu zweit aufteilen. Es ist ja blöd. Das, ja. Ne? Ja. Das ist der Urlaub und ich tue es gern, aber trotzdem. Es geht viel andere Zeit. Ja, und in der Zeit, wo wir zu Hause sind, können wir nicht arbeiten gehen. Geht auch sehr viel Geld weg dadurch. Nicht nur bei uns, auch Steuern, die ich dann nicht bezahle. Ne? Also, ja. Haben Sie sonst noch Fragen? Dann bedanke ich mich und freue, dass Sie gekommen sind und bitte tragen Sie das weiter.